Willkommen bei der CS 2014, wo wir hier eine neue Kamera vorgestellt bekommen haben, und zwar die DMC GM1. Einer der kleinsten Kameras, gerade die es zu kaufen gibt, wo man die Linse aber sogar noch tauschen kann. Was natürlich sehr schön ist, denn damit können wir natürlich sehr viel rumspielen. Hier ist gerade zum Beispiel ein Pancake 14mm 2,5F Linse drauf. Wir haben 16 Megapixel Sensor drin, übrigens natürlich ist es kein Full-Frame-Sensor, sondern nur Micro Four Third, wie wir das kennen, und schauen wir uns einfach die Kamera mal ein bisschen näher an, die gerade eigentlich sogar an ist und auch per Touch bedient werden kann, wenn man das so möchte. Aber ansonsten könnt ihr hier sehen, wir haben hier eine sehr schöne, ein schönes Menü bzw. Oberfläche auf der Rückseite mit einer kleinen Lederoptik noch mit dabei. Wir können hier ganz einfach auch den Blitz aufmachen, indem wir manuell hier den kleinen Schalter betätigen. Wir können auch Full-HD-Videos in AVC-HD aufnehmen, manuellen Fokus auswählen und hier oben haben wir natürlich noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Drehen wir mal ganz kurz die Kamera um. Dann können wir von vorne nämlich sehen, auch hier ein wunderschönes Design von Panasonic in der Lumix-Serie, wo wir auch die Linse hier abmachen können, indem wir einfach hier reindrücken, uns dann runterdrehen, und seitlich haben wir hier ansonsten noch, wie ihr sehen könnt, die Möglichkeit, das Ganze hier anzumachen, beziehungsweise wir haben hier auch WLAN-Verbindungsmöglichkeit per HDMI, alles kein Problem, dann auch entsprechend nochmal direkt anzuschließen oder hier aufzuladen, wie bei den anderen kompakten Kameras auch. An der Seite haben wir natürlich hier auch noch die Möglichkeit, den Akku zu tauschen und die SD-Karte. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit der ganz kurzen Vorstellung der DMC GM1 Kamera hier von der CS 2014, wenn ihr uns zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.